Liebe Gemeinde, willkommen zurück zu Diesel 5, dem Erbe der Könige, zu der nächsten Karte. Und vor dieser hier bin ich ein bisschen besorgt. Wir beginnen mit Romas Karten. Der Bedrohung aus dem Westen, Teil 1. Von Roman, Viktor und Schmeling, Kartenart, storybasierte Kampfkarte. Eines Tages erreicht König Dario und sein Bereiterstab die Nachricht, dass keine eskortierten Handelskarawanen mehr aus Massilia, Ostia und Ravenna eintreffen. Aufgrund dieser seltsamen Tatsache entsendet Dario Pilgrim und General Octavianus, um herauszufinden, warum die westliche Handelsstraße nicht mehr in Betrieb ist. Seid vorsichtig, denn ihr wisst nicht, was euch dort erwartet. Das ist genau das Problem, nicht wahr? Hinweis: General Octavianus ist an einigen Konversationen beteiligt. Habt ihn stets in Nähe, wenn ihr mit jemandem sprechen wollt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei dieser Kampfkarte. Nun, schauen wir mal, was passiert. Finden wir heraus, ob wir viel Erfolg haben werden. Ich gehe einfach von sehr, sehr viel Leid aus. Was ich weiß ist, wir können einstellen zwischen Deutsch und Englisch und es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Und in Bezug darauf müssen wir schauen, welche der Stufen wir nehmen. Als ob unsere Wahl wirklich so großartig wäre, aber... Ja, wir werden sehen. Okay, wir haben hier... Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Du mich auch. Mach die Uhr an. Mach die Tab-Taste an. Wir können hier oben schalten zwischen Englisch, wenn wir hier draufklicken, und Deutsch, was wir wollen. Leicht, normal, schwer und sehr schwer. Und wir schwanken aktuell zwischen schwer und sehr schwer. Ich kann kurz mal in der Map-Beschreibung nachschauen. Wo hatten wir sie? Da hatten wir sie, für die Schwierigkeiten. Schwer ist für Spieler, welche normal siedeln wollen, aber reagieren können, wenn der Feind letztlich anklopft. Die Map-Erstellung basiert auf dieser Schwierigkeit. Es gibt zwei technologische Einschränkungen und normale Friedenszeit. Sehr schwer. Ihr werdet sterben. Die härteste Schwierigkeit für Spieler, welche es so richtig wissen wollen. Die Tester sagen, sie haben es geschafft. Also die Tester haben es geschafft, also nichts Unmögliches laut ihnen. Wir haben wenig Spielraum für Fehler und es ist empfohlen, erst die schwere Version zu spielen, damit man die Map kennt. Aber gut. Wir gehen trotzdem mit sehr schwer rein. Schauen einfach mal, wir sterben uns zur Not durch. Ich kann damit leben. Oder sterben. Tun wir. Schauen, was passiert. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das kann einfach nicht sein, mein König. Uns fallen die kompletten Einnahmen aus der westlichen Provinz weg. Von Gailos Finanzus. Vielleicht haben wir Banditen in der Nähe der Handelsstraße. Meine Spione berichten von Sicherheitsproblemen. Die Handelskarawanen kommen nicht mehr durch, trotz Eskorten. Das ist ausgesprochen seltsam. Haben wir Nachrichten aus Massilia oder Ravenna erhalten? Das sieht nach schweren Straßenüberfällen aus. Mit Verlaub, die Grenzfestung Massilia hat schon seit Monaten keine Berichte mehr zu mir gesendet. Ich empfehle, ein Bataillon zusammenzustellen, um nachzusehen, was da los ist. Das scheint mir eine kluge Vorsichtsmaßnahme zu sein, Dario. Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass wir nichts mehr von Massilia, Ravenna und Ostia hören. Ihr habt recht. Am besten, wir schicken Pilgrim los. Er hasst sowieso diese Bürokratie hier. Außerdem muss er mal wieder gelüftet werden bei seiner Biertränkerei. Aber wir schicken ihm einen General mit. Octavianus? Bei den Göttern. Legenden sind wahr. Königin Ari hat zwei richtig große... General Octavianus! Glocken! Was? Junge. Worum geht's? Ich hab nicht aufgepasst. In 12 immer die Antworten. Ja, mein König, ich mache es! Gut. Ihr geht zusammen mit Pilgrim gegen Westen. Ihr brecht zusammen mit Pilgrim gegen Westen auf und analysiert dort die Lager. Bitte was? Die mit der Saufnase? Der riecht doch jede Schenke 5 Meilen gegen den Wind. Lasst mich alleine gehen. So komme ich schneller voran. Nichts da. Bisschen frische Luft wird auch dir gut tun. Ah, und dann habe ich die Welt vor Aliens gerettet. Die wussten nicht mehr, wo rechts und links war, als ich mit ihnen fertig war. Ach, Pilgrim, du bist so mutig. Pilgrim! Beweg endlich dein Hintern hierher. Wachen, bring ihn her. Der bewacht bestimmt mal wieder persönlich das Bierlager. Zum Befehl. Halt! Eindringlinge im Lager! Wachen! Zu mir! Wir sind die Wachen! Du kommst jetzt mit! Yuki! Komm, hinter mich! Ich werde ihm meine Abreibung verpassen! Das werdet ihr nicht wahrhaben! Hoff! Schlag! Aua! Er hat mir den Finger gebissen! Nein, Pilgrim!
Nicht hier drin legen! Lauter Explosionsgeräusche. Nicht schon wieder. Er hat das Lager mal wieder in die Luft gejagt. Und mit dem muss ich auf eine Mission. Wo in meinem Leben bin ich nur falsch abgebogen? 5 Minuten später. Hier ist er, aber wir müssen das Lager reparieren. Es ist mal wieder weg. Es ist schon wieder passiert. Pilgrim, du brauchst dringend frische Luft. Deine Mission erklärt dir Octavianus unterwegs. Ab mit euch. Ja, ja, schon gut, schrei nicht so. Und so kamen unsere beiden Helden zu ihrer Mission, mehr oder weniger glücklich. Findet Ostia, ihr müsst nur der Handelsstraße folgen. Oh da, ein alter Mann. Was macht er hier? Ja, mein Herr. Feinde haben. Und jetzt werde ich angeschrieben. Einen Moment, wir sind sofort zurück. So, da wären wir wieder. Nun gut. Es sei übrigens gesagt, eine kleine Stimme hat mir geflüstert, dass mein allererster Instinkt, den ich jetzt gerade hier tatsächlich hatte, einfach Wort für den Wanderer zu ignorieren und erstmal das ganze Land zu erkunden, nicht unbedingt intelligent wäre, weil die Karte das wahrscheinlich nicht so wirklich mag. Auf der Basis dessen, dass Sachen wahrscheinlich trotzdem passieren, egal wie sehr wir einfach über die Stränge schlagen. Na gut. Gruppieren wir zuerst mal. Gruppe 3. Auftragsbuch haben wir noch nicht. Gruppe 1, Gruppe 2, wir haben leichte Kavallerie dabei, das ist gut, wir haben Gruppe 0 auch dabei. Geht schon mal Holz hacken. Wanderer! Wer seid ihr? Einmal der, der euch darauf hinweist, immer euer Questbuch durchzuchecken, auch wenn die Welt untergeht. Lest es! Und wer seid ihr? Ich bin der trockengelegte Pilgrim, Frauenklärer und Sieger der in privat ausgetragenen Fasssaufer, Blabla. Was denn? Die Titel wurden hart erkämpft? Dann darf man doch wohl nächstens stolz drauf sein. Vielleicht solltest du mal zur Sache kommen, alte Saufnase. Wie bitte? Ich dusche vielleicht nicht mehr regelmäßig und ich oder eventuell nicht in einem optimalen Umfang. Aber ich will hier ein bisschen mehr Respekt, General. Jawohl, ehrwürdige alte Saufnase. Ich mag dich, General. Ab heute zeige ich dir, wie man richtig lebt. Ich bin erledigt. Junge Menschen! Ach, können wir nun zu meinem Problem kommen? Ich hatte ein großes Haus auf dem Berg hier, aber Fegelagerer haben es überfallen. Als alter Steuerzahler bitte ich euch, sie zu vertreiben. Das Haus könnt ihr dann gerne behalten. Ich gehe nach Osten. Kein Interesse, wir müssen weiter in die nächsten Taverne, nach Ostia. Mein Haus war eine Taverne. Es liegen vielleicht noch einige Fässer im Keller. Wir rücken aus, Männer! Einem treuen Steuerzahler des Reiches helfen wir immer. Warum, Dario? Was habe ich dir angetan? Die Sache wird nicht einfach. Es muss einen Grund dafür geben, dass die Handelsstraße nicht mehr in Betrieb ist. Kämpft klug und lasst General Octavianus und eure Leibeigenen nicht sterben. Pilgrim kann zwar einiges einstecken und sie erholen, nicht aber euer General, das habe ich befürchtet. Lest euer Questbuch immer mal wieder. Auch die unterhaltsamen Dialoge beinhalten oft wichtige Informationen. Schaut in euer Auftragsbuch. Das kann ich tun. Der erste Schritt. Pause. Jetzt bin ich, was die Zeit angeht, paranoid. Sichert den Bereich um das niedergebaute Dorlandhaus des Wanderers und baut es wieder auf. General Octavianus und eure Fehlleibeigenen dürfen nicht sterben, sonst habt ihr verloren. Sichert danach das Gebiet bis zur Brücke und sucht den Bürgermeister der Handelsstadt Ostia im Westen auf. Folgt der Handelsstraße, das Haupthaus könnt ihr später bauen. Tipp: Fleißige Entdecker werden immer belohnt und sparen Zeit mit der Ressourcenbeschaffung. Es gibt versteckte Truhen. Ihr müsst nicht mit euren Vierleib eigentlich alles zusammen behacken. Nutzt Pilgrim, um die Truhen zu finden. Okay, Pilgrim also. Euer erstes Dorfzentrum, die Brücke und eure Burg lassen sich komplett durch Truhen finanzieren. Weiterer Hinweis: 2 Truhen sind auf eurer Startinsel, 3 weitere befinden sich in eurem späteren Siedlungsgebiet. Octavian kann auch Truhen öffnen und mit der Taste. Ja, können wir Kamera drehen. Okay. Octavian kann auch öffnen, aber wir müssen Pilgrim benutzen, um zu finden. Das bedeutet, sie sind irgendwie komisch platziert, nicht wahr? Wie ihr befehlt. Dann, das Spiel sagt, wir sollen zuerst mal in der Nähe des Siedlungsplatzes hier sichern, wo Blindenhunde sind. Wie ihr wünscht. Feinde haben einen Held attackiert. Wie ihr befehlt. So. Ja. Wie sicher ist. Oh, da sind noch mehr Blindenhunde. Noch mehr Blindenhunde. Ja, Herr. Ich tue mein Bestes. Okay, Brücke ist in die Richtung. Quick Save. Wie ihr
Da sind wieder Blindhunde. Jawohl. Das kann ich. Ja. Jawohl. Wie ihr befehlt. Okay. Jawohl. Stopp. Ja, Herr. Schießt sie weg. Betrachtet ich würde sagen, wir machen auch der Verns auf Gruppe 4 und Pilgrim auf Gruppe 3. Auf sie! So können wir die beiden separat voneinander benutzen. So soll es sein. Aggressives Kamera drehen. Ja, ist gut. Wenn ihr meint, wird gemacht. So. Ja, Herr, wird gemacht. Zahltag. Das Dorfzentrum lässt sich also komplett durch Stein finanzieren. Also durch Kisten finanzieren. Die Sache als erledigt. Das heißt, wir müssen sie Kisten wie finden. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint. Ja, ist. Ansonsten müssen wir ein Weilchen Holz hacken gehen und Steine hacken. Okay, Blindenhunde hier. Gern. Ja, für Ruhm und Ehre. Ihr werdet angegriffen. Ach, der Werns kann sich darum kümmern. Kampf. Ja, Herr. Macht sie nieder. Oh, ja. Oh, ein Stein. Können wir ihn sprengen? Betrachtet die Sache als erledigt. Ist er sprengbar? Ja? Ja, der war gesprengt, oder? Erledigt, wie ihr wünscht. Den nicht mehr. Jawohl. Nein, der Stein scheint noch da zu sein. Betrachtet die Sache als erledigt, wie ihr wünscht. Gut. Ja. Ja, ist gut. Jawohl. Sind noch weitere Steine im Wald einfach versteckt? Wenn ihr meint, ja. Hm. Ich tue mein Bestes. Hier ist noch ein Stein. Macht sie nieder. Pilgrim, ich glaube, den kannst du wegmachen. Gut. So ich hoffe, dass du den wegmachen kannst. Ich glaube, da unten vielleicht auch noch irgendwas. Also wir sollen den Bereich zur Brücke noch nicht sichern. Oder noch nicht machen. So. Das gibt ein feines Feuer. Ah, oh, der geht weg, okay. Jawohl. Ja. Gute Baumaterialien für ein Dorfzentrum. Ah, gut. Ja. Okay, Dorfzentrum. Es sollte zwei Kisten direkt hier gut geben. Ist die andere hier? Es ist was ist da oben? Gut. So, die können das Dorfzentrum direkt schon bauen gehen. Wollen wir es direkt schon bauen? Ja, wisst ihr was? Bauen wir es. Ja. Das Questbuch hat uns gesagt, wir sollen das so machen. Ja. Wir erledigen. Hier ist ein Fels. Der sieht nicht sprengbar aus. Wie ihr wünscht, ja? Jawohl. So, die Map-Beschreibung sagt ja auch, Octavianus muss manchmal mitgeführt werden. Für Gespräche. Das heißt, wir wollen die beiden nicht zu weit auseinander haben. Ein Held ist in große Gefahr. Und er kann auch Kisten öffnen. Ja. Aber erstmal schauen wir hier unten, ob es noch eine Kiste gibt. Ich vermute, die ist unter dem Felsen da irgendwie, aber Felsen ging nicht weg. Haben wir die Bombe vielleicht falsch platziert gehabt? Oder es könnte ein anderer Fels sein. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Der Blindhunde. Wie ihr wünscht. Was haben wir hier? Attacke. Was haben wir da? So soll es sein. Ist eine Kiste? Das kann ich. Ja, ist gut. Wie ihr befehlt. Sagt mir Kiste. Wird gemacht. Das ist keine Kiste. Kriegen wir einen Kundschafter? Quicksave? Ich hab das Gefühl, wir haben jetzt schon Zeit verschwendet. Egal. Du, ja? Boy. Ihr lebt jetzt ziemlich abgelegen. Und das ist auch gut so. In diesem Land geht es aktuell drunter und drüber. Banditen auf der Straße und das Land steht im Krieg. Und was macht der König? Nix. Der König hat mich geschickt, um zu sehen, was hier vor sich geht. Unsere Boten kommen kaum noch über die Straße, ohne angegriffen zu werden. Was wisst ihr alles über die Eindringlinge? Wurde auch Zeit, dass der König mal auf uns aufmerksam wird. Banditen überfallen die Händlerkarawanen. Auf der anderen Seite, Flussseite sieht es auch nicht besser aus. Dort haben die Banditen unter einem Stein die Baupläne für eine Hochschule und eine Burg versteckt. Zudem haben sie in drei Truhen Ressourcen versteckt. Aber die Brücke wurde von Ravenna gesprengt, damit keine zu große Gefahr von denen ausgeht.
Habe aber auch schon von versteckten Ressourcen für den Wiederaufbau der Brücke gehört. Soll keine 50 Schritte von meinem Haus sein. Aber an diese Truhe kommt ihr noch nicht dran. Der Stein. Okay, gut, wir dürfen den nicht haben, okay. Die Lage ist nicht besonders rosig hier. Aber ich danke für die Hinweise. Okay, Spiel fährt fort. Gut. Jawohl! Also jetzt müssen wir diesen Bereich irgendwie sichern. Gut, dann tun wir das. Ja, ist gut. Quick Save. Was erwartet uns? Erstmal Headset wieder zurecht, Rücken auf den Kopf. Wie ihr wünscht. Auf in den Kampf! Ihr werdet angegriffen. So. Wenn ihr meint... Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wie ihr wünscht. Oh, was ist das denn? Das sieht ungesund aus. Gut. Okay, die harten Leute sind auch dabei. Helle Baden, misch euch nicht ein. Ja! In Ordnung. Das kann ich. Achtung mit der Kanone jetzt! Da ist ein Turm, ich mag den nicht. Können wir den irgendwie bereinigen? Können die leichten Reiter ein bisschen Schaden machen? Pilgrim, renn im Kreis. Ist in große Gefahr. Sofort. Jetzt werde ich schon angeschrieben. Einen Moment, ich bin gleich zurück. So, da sind wir wieder. Ja, ich wurde angeschrieben. Bin reingeladen und... hat wieder reingeklickt und... das Spiel war abgestürzt. Das Omen ist bereits ausgesprochen. Schauen wir mal, was jetzt noch auf uns zukommt. So, wir wissen, da oben sitzt ein Haufen wütender Leute. Lehrt sie das Fürchten. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe. Ihr könnt ein bisschen Holz hacken. Dort oben. Kein Grund, es nicht zu tun. Okay, da ist ein Haufen sehr, sehr wütender Menschen. Jawohl. Es ist können wir die zum Fluss runterlocken? Wird gemacht. Da ein bisschen ärgern. Können wir die Hele... Seid unbesorgt. Mal schauen. Weißt du was, wir haben gespeichert. Wir gehen einmal kurz ein bisschen schauen, was uns hier erwartet. Okay, da ist ein harter Boy. Gut. Schützen, noch ein harter Boy. Oh, Idee. Wir sprengen die Schützen weg. Dann können wir schreiend im Kreis rumrennen. Ja, ist gut. Und in der Zwischenzeit könnt ihr den Turm hier rushen. Wenn Pilgrim hier weinen geht. Achtung mit der Kanone jetzt. Ja, ist gut. Wie ihr wünscht. Halt. So soll es sein. Ja, Herr. Das Problem ist, wir müssen an den Ballisterturm da hinten ran. Geht zuerst da dran. Pilgrim, renn weiter im Kreis. Gut, ist gut. Macht sie nieder. Ich tue. Wir könnten unsere Reiter. Feinde greifen euch an. Wo ist das passiert? Unsere Reiter könnten. Okay, wir laden. Ich habe eine Idee. Denke, ich verstehe, wie wir das immer angehen können. Wir werden mit Pilgrim die Bogenschützen wegsprengen. Schreiend im Kreis rumrennen wie ein kleines Mädchen und unsere leichten Reiter kümmern sich um die feindlichen restlichen Bogenschützen. So machen wir das. Ja. Bis in den Tod. Und dann kann Octavianus mit Hilfe der Elebadira an die Arbeit gehen und die Ballistertürme loswerden. So machen wir das. Es ist Zahltag. Ich tue mein Bestes. Gern. Jawohl. Wir können an die Schützen bestimmt rankommen, ohne die große Horde zu provozieren. Wie ihr wünscht. Wir können übrigens Holz hacken. Ist in Ordnung. Betrachtet die Sache als erledigt, wenn ihr meint. Ja, wir können den Turm da auch wegmachen, aber ich möchte zuerst die Schützen loswerden, weil die das Problem sind. Wie ihr wünscht. Ja? Ich tue mein Bestes. Jawohl. Nur Mut. Wir werden siegen. Ein Held ist in großer Gefahr. Achtung mit der Kanone jetzt. Betrachtet die Sache als erledigt. Gut, wenn ihr meint, wie ihr wünscht. Oh, da wollte ich eigentlich nicht lang rennen. Das ist problematisch. Leichte Reiter, macht die bitte weg. Wenn ihr meint. Pilgrim wird sterben. Wir müssen es gleich nochmal probieren. Ja, ist gut. Lauf. Das kann ich. Lauf, Pilgrim, renn weiter im Kreis. Renn einfach. Ja. Wie ihr wünscht. Sofort. Jawohl. Oh, die haben sich auf die leichte Reiter jetzt eingeschossen. Pilgrim, renn einfach weiter. Ja, ist gut. Wird gemacht. Jawohl. Da ist nämlich ein harter Boy bei. Lass die leichten Reiter weiterrennen. Sofort. Du, übernimm die. Ich tue mein Bestes. Jawohl. Lauf, Pilgrim.
Ja, ist gut. Fleduna. Angegriffen. Jawohl, wie ihr wünscht. Warum mischt ihr euch eigentlich damit ein? Ja, Herr. Sofort. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, wie ihr wünscht. Das könnte ein bisschen lauter werden. Lauf. Wie ihr wünscht. Gern. Ja, okay, wir sind aus dem Weg. Wir sind wieder losgeworden. Wenn ihr meint, dafür sind wir genau die Richtigen. Für Ruhm und Ehre. Nein, nicht mit denen. Das stützt nicht. Ich wollte schon Meinhard Morgenstern sagen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jawohl! Ja, Herr. Okay, solange die da hinten rumstehen und nicht ärgern können. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ihr könnt hier lieber ganz oben weiter weg Holz hacken. Einer eurer Helden wird angegriffen. Der wird damit fertig. Octavian ist auch wahrscheinlich die einzige Person, die wirklich mit den harten Boys fertig werden kann. Wie ihr befehlt. Dann ist entweder was respawned oder sonst irgendwas Unglückliches passiert. Für Ruhm und Ehre. Wir kümmern uns darum. Für Ruhm und Ehre. Er wird hier hinten damit fertig, oder? Und das sind Harte dabei? Da ist ein Harter dabei, das ist problematisch. Für Ruhm und Ehre. Ja, ist gut. Nein, lauf, Octavianus, lauf! Werd den Harten aus dem Garten los. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja? Keine Angst, ich verstehe was davon. Ihr werdet angegriffen. Wie ihr wünscht. Okay, der Harte aus dem Garten ist weg. Wir erledigen Pilgrim, zieh den Beschuss nach hier rüber. Ja, Herr. Leichter Reiter. Wir bleiben hier. Sofort. Provozier nicht den, provozier die Schützen da hinten. Ja! Okay, provozieren die Schützen nicht, das ist alles kacke gelaufen hier schon wieder. Ja! Gern. Ja, ist gut. Dafür sind wir genau die Richtigen. Hellebardiere. So soll es sein. Bleibt die los? Ja. Nein. Angriff, wir erledigen das. Pilgrim, lenkt den, lass dich nicht mit den, auf den komischen Blindenhund ein. Wenn ihr meint? Ja? Werd diesen Blindenhund bitte los? Ja. Wenn ihr meint? Wird gemacht. Ja? Da steht sie schon. Seid unbesorgt. Feinde greifen eure Häuser an. Ja? Es ist Zahltag. Auf in den Kampf. Ja. Ja, zum Schuss darüber. Ihr. Jetzt auf den Turm los. Wie ihr wünscht. Gut. Wie ihr wünscht. Jawohl! Und hier hinten stehen noch die restlichen Leute. Mit denen werden wir doch fertig werden. Die Sache als erledigt. Auf euer den. Warum? Ja! Ja, ist. Ach ja, weil Pilgrim aus der Reichweite gelaufen ist. Mein Fehler. Ja? Jetzt ist da jemand gestorben. Es gab keinen Grund, dass der gestorben ist. Wir laden neu. Wir kriegen das verlustlos hin. Das Problem ist, ich habe nicht gespeichert, nachdem wir sehr gut hier vorangekommen sind. Aber ich denke dennoch, wir kriegen das verlustlos hin. Macht sie nieder! Wir haben es soweit schon richtig gemacht gehabt. Erteilt euch. Ihr werdet angegriffen. Zum Großteil. Ja. Okay, abermals. Ja. Da hoch. Eure Arbeiter bezahlen ihre da Steuern. Hoch. Ja, Herr. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ja, wenn ihr meint... Hier hinten oben Holz hacken. In Ordnung. Jawohl! So, im Endeffekt muss Pilgrim ein richtiger Marathonläufer werden für dafür diese Aktion. Sind wir genau die Richtigen. Das haben wir gleich. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Achtung, gleich macht es Rums. Ein Held ist in große Gefahr. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja? Ja, wird gemacht. Wie ihr wünscht. Ja? Ja? Jawohl. Ja. Nicht da reinrennen. Wie ihr wünscht. Betrachtet die Sache als nicht aus der Reichweite. Betrachtet die ansonsten belegt Turm sich anders. Jawohl. Der Turm hat sich anders belegt. Oh, ne, hat er nicht. Jawohl. Lehrt sie das Fürchten. Jawohl. Wie ihr wünscht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Das okay, ich. Jetzt hier rüber. Gut. Wenn so ein Pilgrim hier ein bisschen spazieren geht, können wir die gleiche Sache auf dieser Seite auch noch mal theoretisch wie machen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Okay, der ist abgeschliffen. Sofort. Abgeschmiert. Ja, die wollen wir, wenn wir die abschmieren, nicht hier in der Nähe abschmieren. So soll es sein. Das ist ein Blindenhund. Euer Wunsch ist mir Befehl. Jawohl. Ja. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Wird gemacht. Wenn ihr meint.
Ja? Okay, gut. Der ist abgeschmiert, da ist Nachschub gekommen. Wird gemacht. Betrachtet so sieht es zumindest aus. Wir punieren eine Bombe nach hier hin, verdirbt den Tag. Leichter Reiter. Jawohl. Pilgrim, renn! Ist gut. Gut. Darf dich nicht aus den Augen verlieren. Ansonsten passieren schreckliche Dinge. Stop. Ich tue mein Bestes. Nicht einmischen, Leute. Stop. Gut. Ich tue mein Bestes. Betrachte die so, Sache du gehst nach hier hin, zieh den Beschuss darüber, nein. Du bleibst die Position betrachte hier. Pilgrim rennt weiter im Kreis. Zahltag. Halt! Euer Wunsch ist mir befehl. Lauf, Pilgrim. Wird gemacht. Du vergisst das. Wir erledigen das. Eine eurer Helden Schützen sind tot. Nein, der Schütze ist wir noch am Leben hier. Da. Ja? Seid unbesorgt. Wenn ihr meint... Nein, jetzt habt ihr ihn sie provoziert. Das. Pilgrim, rennt weiter. Ist gut. So soll es sein. Macht sie nieder. Und wenn der Sprengsatz dann richtig platziert ist... Lauf! Einfach anzünden und abwarten. Das funktioniert auch bei jeder Bank. Warum rennst du dahin? Also der Schütze ist noch am Leben. Gern. Jawohl! Keine Angst, ich verstehe was davon. Angriff! Wie ihr wünscht. Ja, ist gut. Wird gemacht. Feinde greifen euch an. Lauf! Jawohl! Wird gemacht! Wird gemacht! Stop! Wie ihr wünscht. Okay, der Schütze ist weg. Gemacht. Sehr gut. Pilgrim muss den ganzen Rest der Feinde wieder auf sich ziehen. Seid unbesorgt. Gut, wird gemacht. Wir kümmern uns darum. Ja. Lauf. Das ist der Kanonen nach hier hin. Geht nicht zu verdient in den Tag. Jawohl. Wir kümmern uns darum. Quick Save. Das ist soweit ganz gut gelaufen, finde ich. Eine eurer Helden steckt nein, das ist Pilgrim, zieh auf sich. Wenn ihr meint, keine Angst, ich verstehe was davon. Ihr Lauf! Betrachtet die Sache als erledigt. Ja, ist gut. Okay, das hat den Weg getan. Sehr gut. Als erledigt. Wie ihr wünscht. Ja, gut. Oh, da ist ein Harter. Harter aus dem Garten. Mach den weg. Jawohl, wir bleiben hier. Lauf, Pilgrim! Zahlen ihre Steuern. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja? Ja? Sofort, das kann ich. Wenn ihr meint, in Ordnung. So, Helleban, ihr könnt jetzt hier ja? Außen rumgehen. Ja? Ich tue mein Bestes. Feinde greifen euch an. Ja, ist gut. Attacke! Jawohl! Wird gemacht. Ja, ist gut. So, hilft Pilgrim mal inzwischen, indem du ihn ein bisschen entsetzt. Stop. Pilgrim, spreng dich. Das gibt ein feines Feuerwerk. Wie ihr wünscht. Jetzt kann Pilgrim den Beschuss nach hier hinziehen. Das kann ich. Für das ist der Blizzard-Turm uns von uns angreifbar. Wird. Nein, schützen. Wir kümmern uns darum. Für hilft Pilgrim aus. Ehre. Ja, ist gut. Schieß aus den Harten. Lehrt sie das Fürchten. Andererseits den Kleinen kriegt er erstmal weg. In große Gefahr. Wird gemacht. Gut. Wie ihr wünscht. So. Ja, wenn ihr meint. Könnt die Uhr wieder anmachen. Jawohl. Ja. Gut. Ja. Attacke. Gern. Macht sie nieder. Gut, gut. Da ist der Harte wieder. Hier hinten ist auch wieder Abschaum. Gern. Ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Attacke! Ja, ist gut. Und jetzt alle auf ihn. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ja? Irgendwann kann kurz mal den Abschwung hier hinten nochmal ziehen gehen. Ihr werdet angegriffen. Okay. Ja? Wir haben das verlustlos gemacht. Jawohl. Zahltag. Quick Save. Bin gespannt, wie ungefähr benutzlos das jetzt gewesen sein wird. Wird gemacht. Macht sie nieder. Ja.
Hochschule können wir nicht, Minen können wir... Gut, wir können wirklich nichts machen. Gut, gut. Ja, ist gut.